Traditionell gilt das Silicon Valley als liberal. Doch nun schlagen sich immer mehr Tech-Größen auf die Seite des rechtspopulistischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump. Allen voran Elon Musk. Der Multimilliardär will den Wahlkampf der Republikaner einem Zeitungsbericht zufolge mit monatlich 45 Millionen Dollar, etwa 41 Millionen Euro, unterstützen. Noch vor wenigen Monaten hatte Musk erklärt, dass er weder für Trump noch für Präsident Joe Biden spenden werde. Doch aus seiner politischen Gesinnung macht er der Welt keinen Hehl. Seit Musk die Plattform X, damals Twitter, 2022 übernahm, rückte sie deutlich nach rechts. Auch er selbst trägt mit hetzerischen Posts dazu bei. Im März trafen sich Musk und Trump in Florida. Seither freundeten sich der Unternehmer und der Politiker zunehmend an. Nur wenige Augenblicke nach dem Attentat auf Trump am Samstag verkündete Musk, dass er Trump voll und ganz unterstütze. Am Montag dann berichtete das Wall Street Journal von den geplanten monatlichen Millionenspenden zugunsten der Republikaner. Das Geld geht demnach an den Fonds der Lobbygruppe America PAC. So kann Musk die Obergrenze für individuelle Wahlkampfspenden umgehen. Neben Musk finanzieren auch weniger bekannte Tech-Größen Trump. Sie sind überwiegend männlich und weiß. Mehrere sind Mitglieder der sogenannten PayPal-Mafia, einer Gruppe von Leuten, die in den späten 90er Jahren bei dem Start-up-Unternehmen arbeiteten und seither die wachsende rechtsgerichtete Fraktion der Tech-Branche anführen. Musk gehört auch dazu. Ein weiteres Mitglied ist Peter Thiel. In Deutschland geboren, erzkonservativ. Thiel bekannte sich schon während Trumps Präsidentschaft zu diesem. Nach dem Sturm von Trump-Anhängern auf das Kapitol in Washington 2021 kündigte Thiel an, sich aus der Politik heraushalten zu wollen. Doch nun beteiligt er sich großzügig am Wahlkampf von J.D. Vance, Trumps Kandidaten für die Vizepräsidentschaft. Einen Rednerplatz beim Nominierungsparteitag der Republikaner hatte David Sacks, auch Teil der sogenannten PayPal-Mafia. Er machte die Demokraten für Verbrechen und Obdachlosigkeit in San Francisco verantwortlich. Auch der ehemalige Facebook-Manager Shamat Palihapitiya unterstützt Trump. Er war ein Befürworter einer umstrittenen Methode für Unternehmen, über Mantelgesellschaften an die Börse zu gehen, ohne dabei von den Aufsichtsbehörden behelligt zu werden. Diese Praxis kam zum Erliegen, nachdem die US-Notenbank die Zinssätze erhöhte, was das Risikokapitalgeschäft bremste und viele im Silicon Valley gegen Bidens Wirtschaftspolitik aufbrachte. Die Kryptomilliardäre Cameron und Tyler Winklevoss zählen ebenfalls zu den Geldgebern von Trump. Der Ex-Präsident werde den Krieg der Regierung Biden gegen Kryptowährungen beenden, sagte Cameron Winklevoss im Juni.